Heute drechseln wir uns einen Teelichthalter. Als erstes runde ich das Stück Holz ab und dafür benutze ich eine Schrubbröhre. So, die Drechselbank läuft wieder so langsam wie es geht, weil das Holz ja noch ziemlich unwuchtig ist. So, jetzt erhöhe ich die Geschwindigkeit, weil das Holz ja schon rund ist. Jetzt drechseln wir uns mit diesem Werkzeug an dieser Seite einen kleinen Rezess, damit ich mit diesem Spannfutter das Holz einspannen kann und nach innen eindrechseln kann. Jetzt, da die Hebelkräfte mit diesem kleinen Werkzeug immer größer werden, nehme ich mir ein anderes Werkzeug, und zwar den Abstecher. Dieses Werkzeug, ja, hier ist es, ist natürlich länger und damit kann man halt näher zum Rezess hin arbeiten. Vorbereitung für den Rezess. Jetzt lösen wir die Spannung, damit wir diesen Zapfen mit der Säge absägen können. Ihr entfernt besser eure Messerauflage, damit ihr eure Säge, wenn ihr das Holz durchdringt, nicht auf die Messerauflage aufschlagt. So, das ist jetzt das vorbereitete Holzstück, das wir jetzt gleich in der Spannfutter einspannen können. Da das Holz recht lang ist, habe ich meinen Reitstock noch dazu gepackt. Jetzt nehme ich mir wieder den Abstecher und begradige erstmal diesen Abschnitt hier. Jetzt fange ich so langsam mit der Form von meinem Teelichthalter an. Dazu halte ich mir einfach mal mein Teelicht an das Stück Holz und dann weiß ich jetzt ungefähr, wie tief ich in das Holz, also wie viel Abstand von diesem Teelichtboden zum späteren
Teelichthalterboden sein. Dazu nehme ich auch wieder hier meinen Abstecher und gehe erstmal grob ins Holz ein. Jetzt können wir so langsam mit der Form von dem späteren Teelichthalter anfangen. Dazu nutze ich auch wieder hier eine Schubröhre, doch diese Schubröhre ist deutlich kleiner als die vorherige. Erreicht haben, können wir auch schon anfangen zu schleifen. Als erstes nehme ich 80er Schleifpapier, dann 120er, dann 180er, dann 240er und dann eventuell noch 320er. Das war's mit der Außenseite zu schleifen. Jetzt verfeinere ich noch die untere Kante wieder mit dem Abstecher. Das sieht doch schon gut aus. So, jetzt nehme ich meinen Reitstock weg und fange mit der Innenseite an. Jetzt habe ich alles in Position gebracht und mein Werkzeug, das ich für diese Arbeit benutze, ist mal wieder die Schalenröhre. So, die Innenseite ist jetzt fertig. Jetzt nehme ich mit meiner Schalenröhre noch einen letzten Abzug von dieser Stirnholzseite, damit die auch schön glatt wird. Voilà! Jetzt können wir wieder anfangen zu schleifen. So, man kann jetzt schon gut erkennen, dass alles wirklich sehr, sehr schön glatt ist. Um den Staub abzubekommen, nehmen wir uns wieder die gerade abgedrechselten Drechselspäne und reiben sie wieder am Holz.
Also eigentlich könnte man das Holz jetzt schon so lassen, weil es schon glänzt, schon glatt ist. Aber ich nehme mir wieder mein Olivenöl und reibe es dann. Als erstes reibe ich das Öl an dem sich nicht drehenden Holz, damit das Holz das Öl wirklich aufnehmen kann. Die Innenseite nicht vergessen. Nehme ich mir wieder einen kleinen Klecks auf die Hand, schalte die Maschine ein und kann das Holz noch einreiben. So, ihr könnt jetzt schon gut erkennen, dass das Holz wieder sehr gut glänzt. Und um das ein wenig aufzupolieren, nehmen wir uns wieder unseren Schwamm und polieren das Holz. So wird auch das überschüssige Öl abgetragen. Und das war's. Jetzt müssen wir es nur noch abkappen. Hierzu nehme ich mir wieder meinen Abstecher. Und bei dieser Arbeit muss man sehr aufpassen, denn wenn man über das Spannfutter greift, sollte man aufpassen, dass man nicht mit seinem Ärmel im Spannfutter hängen bleibt. Das ging doch sehr gut und jetzt säubere ich nur noch diese Stelle hier und öle sie auch noch ein. Natürlich darf man jetzt auch nicht vergessen, das Holz noch einzuölen. Dazu gebe ich einfach auf das Holz wieder ein wenig Olivenöl. So. Wieder das überschüssige Öl mit dem Schwamm abreiben. Jetzt braucht man nur noch eine Kerze. Man stellt sie rein. Und ich finde es eigentlich ganz schön geworden. So, das war's mal wieder mit mir. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und bis bald. Tschüss.